Seekrauts. Moin Moin Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Wir haben wieder eine kleine Flaschenpost für euch, diesmal nur mit kurzen Themen, also die wird wohl schon nicht länger werden als 5 Minuten hier. Also fangen wir an. How It Works gab eine neue Folge davon, und zwar wie entstehen Wassereinbrüche, wie wird der Koeffizient dafür berechnet, was für Koeffizienten gibt es, wie funktioniert die Formel und so weiter und so fort. Alle Details findet ihr in einem kurzen Video, ist gar nicht so lang, ich glaube das waren irgendwie, was sind das hier, 3 oder 4 Minuten, also von daher ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, weil da waren wieder so ein paar Sachen dabei, das war mir so auch noch nicht bewusst, ich habe es mir immer gedacht, aber hier wird es jetzt mal ganz klar dann auch erwähnt, und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr cool, dass World of Warships sich hier so ein bisschen Mühe gibt, so ein bisschen Licht ins Dunkel der Mechaniken zu geben. So, nächster Punkt, 32-Bit und DirectX niedriger als 10.1. Gab es heute erst in der Nachricht, World of Warships wird ihre Systeme oder wird in Zukunft nur noch offiziell 64-Bit-Systeme und DirectX 10.1 oder höher unterstützen. Das passiert nicht heute, das passiert nicht morgen, aber es passiert im nächsten Jahr. Und das bedeutet effektiv, ja, dass ein paar Leute davon, vielleicht der ein oder andere von euch da draußen betroffen sein wird, das Betriebssystem von 32 auf 64-Bit zu updaten oder gegebenenfalls eine aktuellere Grafikkarte zu installieren, die 10.1 noch gar nicht unterstützt, also jetzt aktuell noch nicht unterstützt, aber ja, mal so, die Investition da dürfte sich wahrscheinlich in relativ geringen Bereiche halten. 64-Bit Betriebssysteme, Windows 10 als Beispiel jetzt, bekommt man relativ preiswert, auch als OEM-Version, original, keine Raubkopien, gar nichts, für um die 20 Euro. Und eine Grafikkarte, die direkt 10.1 unterstützt, ist auch für unter 100 Euro zu haben. Von daher, World of Warships hat nicht so die riesen Anforderungen an die Grafikkarte unbedingt. Von daher kann man sie auch mit relativ kleinen Details oder mit relativ kleinen Grafikkarten gut spielen. Interessant wird es dann, wenn man streamt zum Beispiel in Echtzeit. Ja, also wie gesagt, hier wurde jetzt gesagt, 4% ungefähr der Spieler nutzen noch 32-Bit Betriebssysteme und weniger als 3% von ihnen hatten eine Version unter 10.1. Wie könnt ihr rausfinden, welche World of Warships oder welche DirectX-Version ihr habt? Ihr geht bei, also ich zeige es euch jetzt bei Windows 10, hier unten auf die Taskleiste, da gibt es einen runden Kreis, wo ihr in der Suche was eintippen könnt. In der Suche tippt ihr einfach ein DX-Diag, Enter. Und dann öffnet sich ein Fenster, Diagnoseprogramm DirectX, und dann geht es hier los. Wir haben heute das Datum. Hier steht Betriebssystem drinne, Windows 10 64-Bit, und ganz unten könnt ihr sehen, welche DirectX-Version ihr verwendet. Nämlich ich benutze DirectX-Version 12. Also bin ich da komplett safe in dem Bereich. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, für den Fall, dass ihr unsicher seid, was ihr benutzt. Einfach DX-Diag eingeben. Ich zeige es euch extra nochmal. Hier einfach DX-Diag. Ja, so wird es geschrieben, wie da steht. Und dann könnt ihr ohne Probleme abrufen, was für ein Betriebssystem ihr benutzt und welche DirectX-Version ihr aktuell auf dem Rechner installiert habt. Nächster Punkt. Und da kommen wir dann wieder zu Geschenken. Wir haben unser Lichterfest-Gewinnspiel, unser Lichterketten-Gewinnspiel gestartet. Es wird zu jedem Advent immer 3 Gewinner ausgelost werden, also bis zu 3 Gewinner werden ausgelost. Ihr könnt in dem Video noch mitmachen, ihr abonniert unseren Kanal, ihr kommentiert unter diesem Video, ihr macht einen Daumen nach oben und schreibt natürlich in dem Kommentar euren World of Warships Ingame-Namen rein, und schon seid ihr dabei. Diesmal gibt's am Ende der Woche, also am Samstag um 12 Uhr, ist Teilnahmeschluss für das erste von 4 Videos. Und ja, diesmal gibt es dann kleine Geschenke, wenn sie denn verfügbar sind im Store. Wenn nicht, werden die halt ein bisschen später ausgeschüttet. Dann werden wir natürlich mit dem Auflösungsvideo dieses Videos ein zweites Video machen und so weiter und so fort. Und ihr könnt gespannt sein, was beim nächsten Mal mit drin ist. Ihr werdet bestimmt nicht enttäuscht werden. Da bin ich mir ganz sicher. Also meine herzliche Einladung, macht mit, gewinnt. So in der Vorweihnachtszeit ist das ja durchaus mal ganz gerne gesehen, genommen, und macht einem immer Spaß, mal ein bisschen was zu gewinnen. Also mir zumindest. So, nächster Punkt ist, ich habe heute, juhu, 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 Login-Daten für einen Trägertest bekommen. Also an der dritten Reihe des
des Testservers für die Flugzeugträger Kanik teilnehmen. Und ich möchte euch daran natürlich auch partizipieren lassen. Und das bedeutet, dass wir am 27. November um 20.30 Uhr unser Dienstags-Livestream, den ihr schon üblicherweise kennt, dann den Trägertest widmen werden. Das heißt, ich streame am 27. November ab 20.30 Uhr auf YouTube und auf Facebook direkt vom Testserver und werde mit euch dann ein paar Runden fliegen. Und ja, ihr könnt Fragen stellen, ich versuche die Fragen zu beantworten, wir können ein paar Sachen ausprobieren und ja, ich hoffe, dass der Testserver dann auch einwandfrei funktioniert und alles in seinen gewohnten Bahnen verläuft, sodass man wirklich einen schönen Livestream machen kann und ihr alle Fragen und Sorgen loswerden könntet. Vielleicht habt ihr keine Einladung erhalten oder habt vielleicht auch Vorbehalte gegenüber dem neuen Trägersystem. Ihr seid alle herzlich willkommen, schaut einfach mal vorbei und dann schauen wir weiter. Letzter Punkt. Es gibt einen neuen World of Warships Code und der neue World of Warships Code heißt Citadel Slam. Ich habe den hier schon mal markiert, kopiert. Sozusagen. Ich löse den jetzt für euch mit ein. Gehen wir hier hoch. World of Warships Code aktivieren. Drücken auf Einlösen. Und dann haben wir den Code aktiviert, gibt wieder eine Mission und da gibt es dann wieder eine Belohnung draus. Guckt einfach in den persönlichen Aufträgen, was ihr erfüllen müsst und dann seid ihr wieder dabei. Das ist der finale Ringcode sozusagen, wo man nochmal ein bisschen was mitnehmen kann. Ich glaube, das ist doch ganz angenehm. Wie gesagt, wenn ihr Informationen rund um World of Warships ein Ticken früher haben wollt, schaut da bei uns auf die Facebook-Seite gerne vorbei. Da informieren wir euch über alle Codes, über alle News rund um World of Warships. Und ja, würde mich freuen, euch demnächst da auch begrüßen zu können. Und ja, vielleicht auch auf dem Discord bei uns. Der Discord ist ja auch bekannt. Die Adresse steht jetzt auch unten in der Beschreibung. So wie immer findet ihr alle Videolinks natürlich unten in der Beschreibung des Videos nochmal. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch wieder eine kleine bisschen Information gegeben habe, die ihr vielleicht noch nicht hattet oder ihr als nützlich empfindet. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Seekrauts Team, euer Marara. Ciao, ciao. Seekrauts.